So, hallo nochmal. Bei diesem Thema sind wir beim letzten Mal stehen geblieben, beim Beweis, wo ich Sie gebeten hatte, sich bis heute nochmal zu überlegen, ob Sie Fragen zu dem bisher Betrachteten hier auf dieser Wiki-Seite haben oder ob, oder wenn Sie keine Fragen haben, sich das nochmal zu vergegenwärtigen, was wir hier gesagt haben. Ich will es nochmal ganz kurz zusammenfassen und dann zu dem kommen, was wir beim letzten Mal nicht dann verschoben haben auf heute, nämlich den eigentlichen Beweis. Zweimal sagen hören ist manchmal nicht das Falscheste und gerade bei so einem Thema, was vielleicht beim ersten Hören nicht unbedingt eingängig ist, vielleicht sogar ganz gut geeignet. Aber ich hatte ja schon mehrfach gesagt, ich versuche hier nicht möglichst viel Stoff durchzuschnüsseln. Mir ist wichtig, dass Sie die Prinzipien anhand der ausgewählten Beispiele möglichst gut verstehen. So, die algorithmische Problemstellung. Maximum Branching. Was war das nochmal genau? Wir haben jetzt mal gesehen, was ein Branching eigentlich ist. Wir haben auf der einen Seite im berichteten Fall Bäume. Animals Planning Trees und Wälder, das ist die Vereinigung von Bäumen. Und auf der anderen Seite haben wir Arborescenz, Englisch Arborescenz oder Lateinisch eigentlich. Und das ist das Gegenstück zu ungerichteten Bäumen, Arborescenz, das, was Sie als Wurzelbäume auch kennen, Datenstrukturen wie Suchbäume. Und die Vereinigung von solch gerichteten Bäumen ist dann ein Ranching. Und in einem gerichteten Graphen mit kalten Gewichten wollen wir ein maximales Ranching berechnen. Die kalten Gewichte sind immer anstrengend positiv, weil Kanten halt mit null Gewicht oder negativen Gewichten auch gar nicht maximieren wollen. Wir wollen ein Ranching, das aus Kanten des Graphen besteht, aus der Auswahl der Graphen. So dass der Gesamtsumme aller Gewichte maximal ist. Das ist die Problemstellung. Also in gewisser Weise ähnlich zu den Trainingsreden. Das, wo man hinkommt, überlegt, wie soll denn jetzt ein Training auf gerichtete Hafen übertragen werden. So, und wir haben auch schon gesehen, die kritische Rolle der kritischen Hafen ist eigentlich was ganz Einfaches. Eine Kante ist kritisch. Wenn sie maximales Gewicht hat, also ein Knoten kann kritischer reingehen, dann kann die mehrere Beine sein, die maximales Gewicht haben. Jede davon ist eine kritische Kante. Ein kritischer Graph ist, den können wir einfach nehmen, wir jeden, der überhaupt reingehende Kanten hat, hernehmen. Und gucken uns einer raus, der Kante maximales Gewicht, egal welche, das ist dann ein kritischer Graph. Warum wir uns mit kritischen Graphen überhaupt fassen, wenn wir eigentlich was anderes machen wollen, liegt in einer Erkenntnis, die wir in der Rekursionskarriere da hat jemand was eingefügt. Könnte vielleicht ein bisschen skaliert werden. Okay. In Rekursionsangaben haben wir das gesehen. Wenn dieser kritische Graph zugefallen ist, also wenn diese ganz simple Art und Weise Auswahl einer schwersten Kante für jede Ordnung reingehende Kante hat, wenn das zufällig zugefrei ist, dann ist das schon ein maximales Branch. Haben wir beim letzten Mal gesehen. Der Beweis ist schwer, was Sie auch daran sehen, dass der sehr kurz ist. Ich werde darauf eingehen. Wie kriegen wir dieses Bild? Die hat sogar noch so giftmäßig animiert. Er wechselt zwischen Shrink und Expand oder so etwas. Gut. Also das Bild ist für mich neu. Ich habe das noch nicht gesehen. Kann ich deshalb jetzt auch nicht unbedingt diskutieren. Aber ist dann vielen Dank erst einmal, wer immer das war. Für dieses Beispiel können wir gerne im Nachgang dann sehen, ob da vielleicht noch irgendwelche kleinen Punkte drin sind, ob das vollständig fehlerfrei ist. Ich vermute mal jetzt erst einmal, bis man weiß, das Gegenteil ist. Ja.
So, ich würde dann aber gerne zum, ja, zum Rekursionsstab gehen, der eigentlich, mal sehen, vielleicht kriegen wir das so ein bisschen. Leider kann ich das, glaube ich, nicht steuern, nicht? Ich würde jetzt gerne bei Schrink beginnen, weil das der erste Schritt ist. Also, das ist der kritische Graph, behaupten wir mal. Ja, beachten Sie, in jedem Knoten geht nur ein kritischer Graph, geht nur eine Karte rein. Nehmen wir mal an, die grauen sind die, die nicht gewählt worden sind. Und jetzt schrumpfen wir. Das geht mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu schnell. Also nehmen wir jetzt ein feststehendes Bild. Was wir hier tun ist, wir nehmen jetzt den kritischen Pfad her und im Rekursionsschritt sind wir, wenn es einen Zyklus gibt in diesem kritischen Graph. Sonst sind wir beim Rekursionsabbruch, beim Rekursionsanker. Also finden wir so einen Zyklus, nicht sehr schwer, mit Tiefensuche kriegen Sie so einen Zyklus her und ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, Sie können sich überlegen, dass Sie auch mit starken Zusammenhangskomponenten-Algorithmus, genau die starken Zusammenhangskomponenten, die aus mehr als einem Knoten bestehen, sind genau die Zyklus. So, und was wir jetzt machen ist, wir nehmen uns diesen Zyklus her und ersetzen diesen Zyklus durch einen einzelnen Knoten. Und das bedeutet, dass alle Kanten, die von auswärts in einen Knoten dieses Zyklus hineinzeigen, nun in diesen neuen Knoten hineinzeigen, und alle Kanten, die von einem Knoten dieses Zyklus rauszeigen, aus dem Zyklus raus, jetzt nun von diesem Superknoten aus rauszeigen, dahin, wo sie vorher auch schon gezeigt haben. Haben wir beim letzten Mal alles betrachtet. Dazu sind auch Fotos gemacht worden, die möglicherweise diese Bilder hier inspiriert haben. Ja, gut, vielleicht gehen wir nochmal zurück zum Schrink. Schrink, also kritischer Graph. Hier ist ein Zyklus, wenn ich das richtig sehe. Nee, was ist denn das hier? Hier ist ein Zyklus. Ah, jetzt gebe ich es endgültig auf. Nutzen Sie dieses Bild, um Ihr Verständnis zu überprüfen. Und wenn Sie Fehler darin finden, dann haben Sie auf jeden Fall ein gutes Verständnis bewiesen. Ja, also fehlerfreie Vorlesungen sind kontraproduktiv, nicht? Weil man dann keine Möglichkeit hat, Fehler zu finden. Man sollte natürlich den Studierenden vorher mitteilen, dass Vorlesungen nicht unbedingt immer fehlerfrei sind, was gerade in den ersten Semestern häufig vorausgesetzt wird. Bitte? Ah ja, okay. Danke. Damit hat er sich geoutet. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Internetverbindung habe, insofern. Und außerdem werde ich Ihnen jetzt hier nicht zeigen, wie meine Mailbox aussieht. So, also, das haben wir aber alles schon mal gesehen. Der Zyklus wird geschrumpft in einen Knoten, einzelnen Knoten. Es werden die, für die reingehenden Kanten werden die Gewichte angepasst. So, und zwar, ja, und, also vielleicht werden die Gewichte angepasst, lassen wir erstmal so stehen. Und jetzt wird rekursiv mit diesem Graphen, in dem dieser Zyklus zu einem Knoten geschrumpft wurde, wird rekursiv nochmal die Methode angewandt. Immer weiter rekursiv, bis der Graph irgendwann zykelfrei ist. Da die Anzahl der Knoten im Graphen in jedem Rekursionsschritt schrumpft, muss irgendwann, spätestens vielleicht, wenn es nicht vorher passiert, wenn der Graph zu einem einzigen Knoten geschrumpft ist, muss irgendwann ein zykelfreier kritischer Graph entstanden sein und dann greift der Rekursionsabbruch. So, also, Zykel schrumpfen, Rekursion liefert uns für diesen geschrumpften Graphen ein Branching, was wir erweitern auf den Zyklus. Haben wir beim letzten Mal gesehen. Und wir haben auch gesehen, wie wir das erweitern. Wenn eine Kante in den Superknoten hineinzeigt, die in den Superknoten hineinzeigt, zum Branching gehört, was rekursiv berechnet worden ist, dann werden auf diesem Zyklus alle Kanten verwendet, außer der in diesen selben Knoten reinzeigenden Kante. Sonst wäre es ja kein Branching mehr. Zum Branching gehört, dass keine zwei Kanten in denselben Knoten hineinzeigen. Wenn keine Kante in diesen Superknoten reinzeigt, in den Branching, was rekursiv berechnet wurde, dann sind wir frei darin, irgendeine Kante herzunehmen. Wir nehmen natürlich die billigste Kante und die schmeißen wir raus. Alle anderen Kanten gehören zum Branching drin.
Hier ist die Anpassung nochmal vor dem Schrinken, vor dem Schrumpfen. Wir haben auch gesehen, was diese Anpassung bedeutet. Es ist genau das, was man netto gewinnt, wenn man diese in den Superknoten hineinzeigende Kante nimmt. Netto heißt, dass nicht nur das Gewicht dieser Kante zählt, sondern eben, was man im Zyklus verliert, dadurch, dass man nicht mehr die billigste Kante hernehmen kann, sondern die Kante, die in denselben Knoten W hinein zeigt, diese Kante hernehmen muss, um sie rauszuschmeißen. So, jetzt schrumpfen wir. Rekursiver Aufruf. Schrumpfen zurückgängig. Jetzt machen wir es in zwei Schritten. Alle Kanten des Zyklus kommen zum Branching dazu. Und eine dieser Kanten schmeißen wir wieder raus. Und das ist das Ergebnis. So, ich gehe davon aus, da das ja Hausaufgabe war, dass Ihnen das alles, dass Sie eigentlich diese Wiederholung gar nicht gebraucht haben. Dass Ihnen das alles eigentlich klar ist. So, wie geht jetzt der Beweis? Der Beweis dafür, dass für den Induktionsschritt, was ist der Induktionsschritt? Wenn das rekursiv berechnete Branching in dem geschrumpften Graphen maximal ist, dann ist auch das Branching, was jetzt in dem entschrumpften Graphen daraus berechnet wird, indem es einfach erweitert wird auf den Zyklus, dann ist das ebenfalls maximal. So, wir haben schon mal beim letzten Mal begonnen. Wir nehmen uns ein maximales Branching her, und zwar nicht irgendeines, sondern eines, damit werden wir mehrfach argumentieren, eines, das so ähnlich wie möglich dem berechneten Branching ist. Wir haben ein optimales Branching, wir wissen nicht, wie das aussieht, wir haben es nicht in der Hand. Wir nehmen uns aber irgendeines her, das möglichst viele Kanten gemeinsam hat mit dem Branching, das tatsächlich so rekursiv und Erweiterung auf den Zyklus berechnet worden ist. So, jetzt betrachten wir uns irgendeinen Zyklus. Und das wird jetzt ein bisschen kitzlig, die Argumentation, aber diese Argumentation wird uns in ähnlicher Form immer wieder begegnen, in verschiedenen Kontexten, die ich noch hier behandeln möchte in diesem Semester. Wir nehmen uns jetzt irgendeinen Zyklus her. Das ist der, den wir geschrumpft haben, oder irgendein anderer. Irgendein Zyklus im kritischen Graphen. Ja, also schwerste Kanten auf jedem einzelnen, in jedem einzelnen dieser Knoten auf dem Zyklus ergeben den Zyklus. So, wir zeigen, als erstes zeigen wir, dass dieses optimale Branching für jeden Zyklus im kritischen Graphen alle Kanten enthält bis auf eine. So, damit sind wir schon mal ein gutes Stück weit. Denn das wird uns, dann müssen wir nur noch sehen, dass es wirklich genau die eine Kante ist, dieselbe Kante ist, die beide Branchings nicht enthalten. Und was außerhalb des Zyklus ist, werden wir unten noch sehen, ist, das können wir sowieso davon ausgehen, dass es identisch ist. Das verschieben wir nochmal kurz. Wir konzentrieren uns auf die einzelnen Zyklen. Ja, die Zyklen sind das Problem. Also wir packen den Stier bei den Hörnern und gucken uns einen beliebigen einzelnen Zyklus im kritischen Graphen an. So, wir behaupten also, es als for a contradiction, um einen Widerspruch herzuleiten, behaupten wir, dass dieses optimale Branching, das wir nicht in Händen halten, für einen Zyklus kritischen Graphen nicht, also mehr als eine Kante nicht enthält. Ja? K größer 1, diese Kanten alle werden nicht enthalten. Das schreit natürlich wieder nach einem Bild. Wir haben jetzt hier diesen Zyklus. Da gebe ich erstmal die Punkte, die Knoten. So. Mache ich das so groß? Ja, ich glaube, sollte ich. So, jetzt haben wir V1, W1, eine Kante. Irgendwo anders haben wir V2, W2. Mal gucken, nicht zu viele Kanten, um das Bild nicht zu kompliziert zu machen, aber auch nicht zu wenige, um es noch aussagekräftig zu lassen. V4, W4. So, diese Kanten
soll nicht enthalten sein. Beziehungsweise alle anderen Kanten des Zyklus sollen enthalten sein. Ja, die male ich ein bisschen dicker. Die sind in dem optimalen Branching enthalten. So, farbig, ja, hätte ich jetzt, male ich vielleicht doch ein bisschen farbig. Die Grünen sind nicht in dem optimalen Branching enthalten. Falsch. So. So. So, jetzt ist das ein optimales. Warum sind die nicht enthalten? Die Weißen sind alle enthalten. Warum sind die nicht im optimalen Branching enthalten? Warum? Weil sie können nicht hinzugenommen werden. Warum können sie nicht hinzugenommen werden? Also, genau, folgendes. Wir haben hier potenziell Kanten drin, weiß, die zum optimalen Branching gehören. Und also diese Kanten können drin sein, optimalen Branching müssen nicht. Und wir können keine einzige dieser Kanten, die hier in W1, W2, W3, W4 hinein zeigen, die zum optimalen Branching gehören, wir können keine von denen durch die entsprechend reingehende grüne Kante ersetzen, weil, also wir, denn das optimale Branching hatte schon so viele Kanten wie möglich gemeinsam mit unserem konstruierten Branching. Zum konstruierten Branching gehört dieser Zyklus dazu, C'. Und die grünen Kanten des Zyklus gehören nicht zum optimalen Branching, zum angenommenen optimalen Branching, sondern potenziell gehen in diese Knoten hier andere Kanten des Branching, des optimalen Branchings hinein. Die weißen Kanten gehören zum Branching. So, wenn jetzt wenn jetzt das optimale Branching so viele Kanten wie möglich gemeinsam hat mit dem konstruierten Branching, dann heißt das, es muss einen Grund dafür geben, dass wir nicht einfach die reingehende Kante in W1, W2, W3, W4 durch die jeweilige grüne Kante ersetzen. Sonst, denn die grünen Kanten sind ja die schwersten reingehenden Kanten. Welchen Grund kann es dafür geben? Der Grund kann nur einfach der sein, dass jede einzelne dieser Kante einen Zyklus im optimalen Branching schließen würde. Dass wir diese Kante nicht hinzunehmen können zum optimalen Branching, keine dieser grünen Kanten, ohne einen Zyklus zu schließen. So, jetzt sollte ich das Bild erstmal malen, aber dafür erstmal das Grün ein bisschen klarer, dass es auch auf dem Bild herauskommt, auf dem Foto. Ich hoffe, man kann die Farben dann sehen. Naja, geht so. So. Jeder einzelne dieser Kanten kann nicht hinzugenommen werden zum optimalen Branching anstelle der in W2, W1, W3, W4 reingehenden Kante. Und das kann nur bedeuten, dass hier ein Zyklus geschlossen wird. Das heißt, es muss im optimalen Branching eine, wenn hier jeweils ein Zyklus geschlossen wird, muss es irgendwas geben, was dafür sorgt, dass hier tatsächlich ein Zyklus passiert. Vom WI, ich muss mal kurz gucken. So,
Das kann zum Beispiel so aussehen. Ja, diese roten Kanten sind. Nee, stimmt nicht. Halt, stimmt nicht. Sogar, wir können sogar noch mehr aussagen. Es muss so einen Zirkel geben. Hier, also die Kanten des Zirkels C', die hier weiß sind, plus die roten Kanten. Das muss es in dem optimalen Branching geben, sodass wir sagen können, okay, diese Kante kann nicht hinzugenommen werden, anstelle der tatsächlich die Kante von V2 nach W2 kann nicht hineinkommen in das optimale Branching, anstelle der Kante, die im optimalen Branching tatsächlich reinkommt, weil dieser Zirkel dann, der sich jetzt durch diese roten Kanten gebildet hat, geschlossen würde in dem optimalen Branching. Also, wir haben daraus geschlossen, dass es solche roten Kanten geben muss. Und das können wir schließen für jede einzelne dieser grünen Kanten. So können wir das schließen. So. Das Bild stimmt aber natürlich noch nicht, denn eine solche Kante, eine Kante, die in einen Knoten reingeht, in den schon eine weiße Kante reingeht, da kann nicht noch eine rote Kante reingehen, dann wäre nämlich das optimale Branching überhaupt kein Branching. Also, wo kann das nur reingehen? Wo kann diese rote Kante, die wieder zurückkommt zu dem Zirkel, wo kann die nur reingehen? Sie kann ausschließlich reingehen an dieser Stelle in V2. Bitte? In V2, oder? In V. Ach so, Entschuldigung, in W2. Nee. Nein, Entschuldigung, in W3. Falsch. So, jetzt habe ich's. Sorry. Ich hätte mehr in den Beweis schauen sollen. Jetzt, anstatt gleich frei zu zeichnen. In W3 rein. Es kann eigentlich nur in W3 reingehen. Ja, nur dieses Bild ist möglich. Rausgehen kann dieser rote Pfad irgendwo. Reingehen kann er nur in W3. Und das setzt sich fort. Das setzt sich fort auch für jede andere. Für jeden anderen. Ich male das mal jetzt hier rein, weil ich draußen keinen Platz mehr habe. Also diese weiße Kante dann auch am besten von drinnen gezeichnet. So. Ich will das Bild kurz vervollständigen. Auch das vielleicht besser hier drin gezeichnet. Nee, doch von draußen. So einen Pfad muss es hier geben. Und schließlich, jetzt sehen Sie ja das Bildungsprinzip. Helfen Sie mir bitte, wie dieser Pfad hier aussehen muss. Diese Kante fehlt noch. So, die male ich auch von innen. So, und was Sie jetzt sehen hier, wenn ich das alles richtig gezeichnet habe, wenn Sie jetzt mal hier durchgehen, irgendwo anfangen, dann sehen Sie hier einen Zirkel bestehend aus weißen und roten Kanten. Und die weißen und die roten Kanten sind allesamt Kanten dieses angenommenen optimalen Branchings. Das heißt, dieses optimale Branching hätte in sich einen Zirkel, was der Definition eines Branchings widerspricht. Ja, meditieren Sie noch mal kurz drüber, während ich das Foto mache. Ich werde es dann noch mal kurz rekapitulieren. So.
Die grünen Kanten, also dieser Zykel, der Kern, also das Rückgrat des Bildes bildet, ist irgendein Zykel in dem konstruierten Branching. Das, was durch Schrumpfen entstanden ist oder irgendein anderer Zykel, egal. Wir nehmen an, dass das optimale Branching, das wir nicht in Händen haben, aber das irgendwo natürlich existiert, dass dieses optimale Branching nicht, wie behauptet, mit alle Kanten bis auf einen von diesem Zykel enthält. Wir nehmen uns an, dass es genau diese grünen Kanten sind. Und ich habe da die Terminologie vom Wiki-Artikel hergenommen. W1, V1, W1 bis V4, W4, K gleich 4 in diesem Fall. Habe argumentiert, es ist, wenn da ja dieses optimale Branching nicht irgendein optimales Branching sein soll, sondern unter allen optimalen Branchings eines, was maximale Gemeinsamkeit mit dem konstruierten Branching hat. Ja, wie kann es kommen, dass hier so wenig Gemeinsamkeit drauf ist auf dem Zykel? Vier kann insgesamt von dem konstruierten Branching auf diesem Zykel gehören nicht zu dem optimalen Branching, mehr als eine Kante. Das kann nur sein, dadurch, wir können keine einzige dieser Kanten hinzunehmen, ohne einen Zykel im optimalen Branching zu schließen. So, diesen Zykel haben wir jeweils konstruiert, haben festgestellt, dass es nur eine Möglichkeit gibt, wo die, also er kann beliebig hier nehmen wir Kante V2, W2, kann beliebig hinter W2 vor der nächsten grünen Kante rausgehen, aber kann nur hier hinten bei W3 wieder reinkommen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. So, wenn wir diesen Pfad jeweils für jedes einzelne dieser Kanten konstruieren, dann können Sie an diesem Bild schon erkennen. Das kann man natürlich auch analytisch machen, das kann man jetzt auch in Text formulieren, nicht mit vier Kanten in diesem Beispiel, sondern mit einer beliebigen Anzahl von Kanten beliebig platziert, dass sich dann auf jeden Fall in dem optimalen Branching ein Zykel insgesamt ergibt. Schöne Argumentation, oder? Irgendwie elegant. Wir werden noch öfters mal solche Argumente dieser Art sehen. Vielleicht ist das hier der komplizierteste Fall dieser Art, weiß ich jetzt nicht. Nee, ist nicht der komplizierteste Fall. Ich glaube, wir werden noch was Komplizierteres dieser Form sehen. So, now, jetzt sind wir hier. Jetzt wissen wir, achso, Entschuldigung, Tafel, ja. Jetzt wissen wir, dass das angenommene optimale Branching tatsächlich in jedem Zykel des kritischen Subgraphen alle Kanten außer einer enthält. So, jetzt gucken wir uns, wir wissen noch nicht, welche Kante das ist, bitte. Also dieser große Zyklus, der mit den roten Kanten, der existiert ja nicht. Der war nur zum Widerspruchsbeweis da. Wir waren ja in einer Situation hier zum Widerspruch, die nicht existiert. Der weiße Kreis, was ist mit dem? Ja, das war jetzt der Fall, dieser Fall, dass wir nicht mehr als eine grüne Kante haben, war der Fall, den wir zum Widerspruch führen wollten. Das ist kein realer Fall. In der Realität tatsächlich haben wir bewiesen durch Widerspruch, dass höchstens eine Kante dieses Zyklus grün sein kann. Nicht in dem angenommenen maximalen Branching. Wenn es diese vier Kanten gäbe, vier grüne Kanten, dann könnte man auf jeder einzelnen dieser Kanten das Argument anwenden und würde insgesamt zu einem Zykel aus weißen und roten Kanten kommen. Wenn es nur eine einzige Kante grün ist, hat man kein solches Argument in der Hand, denn dieser ursprüngliche Zykel C' ist ja schon das Argument, dass diese Kante nicht hinzugenommen werden kann. Ja, wenn es nur eine einzige grüne Kante gibt, haben wir kein Argument in der Hand, dass es irgendwelche roten Kanten geben muss. Denn
Der ursprüngliche Zykel C' ist schon das Argument, dass diese eine grüne Kante nicht hinzugenommen werden kann. Wenn wir sie hinzunehmen, würde ja der ganze Zykel dran sein. Bitte? Ja, das ist der ursprüngliche Zyklus im kritischen Subgraphen. Es muss auch mindestens eine Kante fehlen. Was wir jetzt nur bewiesen haben, ist die weniger triviale Seite, dass es auch höchstens eine Kante fehlt. Es ist nicht von vornherein klar, dass in dem angenommenen maximalen Branching, von dem wir eigentlich nichts wissen, außer, dass wir gesagt haben, unter allen maximalen Branchings ist es eines, das möglichst nah an unserem konstruierten Branching dran ist. Es ist nicht von vornherein klar, dass das tatsächlich gilt. Ja, es kann ja beliebig anders aussehen. Ja? Die Sache, weil du das, der natürlich nur aus den maximalen Größen besteht und deswegen. Genau, genau. Genau. Beachten Sie, dass auch die grünen Kanten, jede dieser grünen Kanten und der Kanten überhaupt auf diesem Zykel sind ja alle schwerste Kanten, die jeweils in den Knoten reingehen. Es kann schwerste Kanten geben, aber da greift jetzt das Argument, das Branching, das optimale Branching, was wir uns hernehmen, was wir zwar nicht kennen, aber was wir uns trotzdem hernehmen, das ist hat möglichst viele Kanten gemeinsam mit dem Branching, das wir konstruiert haben. Und das ermöglicht uns, zu überlegen, wie kann es sein, dass diese grünen Kanten nicht drin sind. Daraus folgt, dass es diese roten Kanten geben muss und aus diesen roten Kanten folgt, dass in dem angenommenen optimalen Branching ein Zykel ist. Also lassen Sie diese Argumentation spätestens zur Prüfungsvorbereitung ein bisschen sacken. Bitte? Es ist auch gar nicht schlimm, dass da ein Zykel drin ist. Es ist nur schlimm, dass dieser Zykel... Im kritischen Subgraphen können Zykel beliebig drin sein. Nur in dem Branching dann natürlich nicht. Es ist kritisch, dass die roten Kanten zusammengenommen einen Zykel im angenommen optimalen Branching induzieren. Und damit ist der Widerspruchsbeweis erbracht. Achso, das ist schon unser perfektes. Genau. Okay, wir wissen also jetzt aus diesem Teil des Beweises, den ich jetzt an der Tafel skizziert habe, das habe ich doch fotografiert, genau. Wissen wir jetzt, dass das optimale Branching, das wir uns hernehmen, alle Kanten bis auf eine in jedem Zykel des kritischen Subgraphen, den wir uns hergenommen haben, enthält. So, jetzt gucken wir uns mal an, für jeden Knoten, der nicht auf irgendeinem dieser Zykel drauf ist, machen Sie sich das klar, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, das ist leicht, sich klar zu machen, dass es da vollkommen wurscht ist, welche reingehende Kante wir hernehmen. Wir können irgendeine Kante haben sowohl in dem konstruierten Branching, auch irgendeine Kante, reingehende Kante haben in dem optimalen Branching und wieder die Argumentation, da das angenommene Branching so gewählt wurde, dass es möglichst viele Kanten gemeinsam hat mit dem konstruierten Branching, können wir ohne Einschränkung sagen, oder es folgt unmittelbar daraus, dass bei allen Knoten, die auf keinem dieser Zykel sind, die reingehenden Kanten von breiten Branchings dieselben sind. Machen Sie sich das nochmal vielleicht, wenn Ihnen das nicht im Kopf evident ist, machen Sie sich das vielleicht an einem kleinen Bildchen klar, dass hier keinerlei Probleme drin sind, sodass also die beiden Branchings auf solchen Knoten, bei den reinkommenden Kanten zu solchen Knoten, identisch sein können. So, das hat aber eine Konsequenz. Das hat die Konsequenz, dass wir, ja, die Zykel sind alle Knoten des Jungt. Im kritischen Subgraphen müssen sie sein, weil ja in jeden Knoten geht ja maximal eine Kante rein. Also das haben wir beim Messenmaß schon festgestellt, dass die Zykel alle Knoten des Jungt sind. Und das, was dazwischen ist an Knoten, haben wir eben festgestellt, da ist alles okay, da ist alles kein Problem. Das heißt, wir können tatsächlich die beiden Branchings, um am Ende auf die Zielgerade zu kommen und zu beweisen, dass diese beiden Branchings identisch sind, können wir, und dass damit das konstruierte Branching ebenfalls optimal ist, können wir uns jeden Zykel des kritischen Subgraphen jeweils separat betrachten. So, jetzt sind wir aber im Prinzip schon fertig.
Denn für den Subgraphen, den wir geschrumpft haben, ergibt sich die Übereinstimmung daraus, dem, was wir schon gesehen haben, wie der Zykel, wie das Branching im geschrumpften Graphen erweitert wird auf den Gesamtgraphen. Denn auf dem geschrumpften Graphen machen die beiden keinen Unterschied. Machen die beiden Branchings keinen Unterschied mehr rund um diesen Zykel. Für jeden anderen Zykel, jetzt kommt wieder der Punkt, an den Sie sich gewöhnen müssen, dass wir Induktionsbeweise haben. Für jeden anderen Zykel folgt die Aussage aus der Induktionsvoraussetzung. Ja? Die beiden Branchings stimmen überein, ob die nach Induktionsvoraussetzung auf einem kleineren Graphen, also nach Konstruktion nur in diesem einen Zykel C, gibt es eine Änderung zwischen dem geschrumpften Graphen und dem ursprünglichen Graphen. Und da haben wir auch gesehen, dass wir das, was wir da tun, optimal tun. Auch dort stimmen die beiden Branchings überein. So, das ist jetzt ein längerer Beweisgang, zu dem Sie vielleicht Fragen haben. Nein, eine 8 können wir nicht drin haben, denn die Zykel, haben wir eben festgestellt, sind knotendisjunkt. Und jeder Zykel kann auch in sich nicht eine 8 bilden, weil dann würden ja zwei Kanten in diesen Mittelpunkt der 8 hineinzeigen. Eine 8 kann nicht drin vorkommen. Das sind alles simple Zykel. Der nächste, Sie haben einen simplen Zyklus und irgendwo anders haben Sie noch einen simplen Zyklus und noch einen simplen Zyklus, die nichts miteinander zu tun haben. Keine Knoten gemeinsam und erst recht keine Kanten. Hatten wir eben und schon, eigentlich schon beim letzten Mal eingesehen. Weil Sie können keine miteinander verbundenen Zykel haben, weil dann müssten zwei Kanten in denselben Knoten reingehen, da wo die Verbindung beginnt. Und das haben Sie nicht. So, lassen Sie das ein bisschen sacken, arbeiten Sie das auf, wie gesagt, spätestens zur Prüfungsvorbereitung. Und Fragen versuche ich natürlich zu beantworten. Allerdings kann ich keine Garantie geben für effektive Fragenbeantwortung, wenn Sie am Abend vor Ihrer Prüfung um 23 Uhr die Frage im Forum posten oder mir eine E-Mail schicken. Versteht sich. So, die asymptotische Komplexität ist jetzt ganz einfach. Die ist halbwegs angenehm. Es gibt auch Implementationen des Algorithmus, Varianten des Algorithmus, die bessere asymptotische Komplexität haben. Würde hier nach meines Erachtens zu weit führen. So, also Knotenzahl plus Kantenzahl multipliziert mit Knotenzahl. Woher kommt dieser zweite Term? Also der zweite Faktor, die Knotenzahl. Durch die Rekursionstiefe. Ja, bei jedem Rekursionsschritt nimmt die Zahl der Knoten mindestens um 1 ab, weil wir einen echten Zykel in einen einzelnen Knoten schrumpfen. Kann höchstens n mal passieren, dann sind wir beim Rekursionsabbruch. Wie viel kostet der Aufwand auf jeder Rekursionsstufe? Naja, so viel wie die Suche nach einem Zykel im Wesentlichen kostet. Das machen wir mit einer Tiefensuche, die Sie ja schon kennen. Das kostet eben Anzahl Knoten plus Anzahl Kanten viel Zeit. Wobei ich jetzt nicht weiß, wenn der Graph zusammenhängt ist, auch schwach zusammenhängt nur, dann ist natürlich die Anzahl Kanten mindestens so groß wie die Anzahl Knoten minus 1. Das heißt also, n plus kann wegfallen und es würde m mal n allein ausreichen zur Beschreibung der asymptotischen Komplexität. So, gibt es hier an dieser Stelle Fragen? Ach so. So, nur noch die zwei Bemerkungen dazu. Zur ersten Bemerkung, ich hatte diesen Algorithmus schon als Implementationsaufgabe gestellt und diese erste Bemerkung ist das, was den Leuten wirklich das Kopfzerbrechen bereitet hat. Wenn Sie sich das vorstellen, Sie haben einen Zykel, den schrumpfen Sie in einen einzelnen Knoten, und irgendwann später wollen Sie aus diesem einzelnen Knoten wieder den Zykel rekonstruieren. Da müssen Sie natürlich ein bisschen Bookkeeping machen, ein bisschen Bürokratie, ein bisschen Daten da zusätzlich speichern, damit Sie
den Zyklus wieder aus dem einzelnen Knoten rekonstruieren können. Ja, damit Sie auch wissen, Kanten, die aus diesem Superknoten rauszeigen im geschrumpften Graphen oder reinzeigen, zu welchem Knoten auf dem Zyklus gehören die denn? Das müssen Sie alles ein bisschen verwalten. Diese Informationen müssen dann irgendwie am Superknoten dranhängen oder leicht über eine Map vielleicht vom Superknoten aus zugänglich sein. So, eine weitere Bemerkung dazu. Wir haben jetzt den Algorithmus so formuliert, dass ein Zyklus gefunden wird und geschrumpft wird in jedem Rekursionsschritt. Sie können aber mit DFS auch mehrere Zyklen finden. Und weil die alle Knoten disjunkt sind und weil das zwischen den Zyklen alles eh unproblematisch ist, könnten Sie auch sämtliche gefundenen Zyklen jeweils schrumpfen, gleichzeitig. So, damit wäre dieser schreckliche Algorithmus fertig. Ich kann Ihnen aber sagen, dass das ist in mündlichen Prüfungen, wenn die Leute sich ernsthaft damit befasst haben, dass das wirklich dann eine schöne Sache ist, wo die Leute dann auch wirklich gut was, also wenn sie es halt sich angeeignet haben, gut was dazu sagen können. Wenn es dazu jetzt nichts mehr gibt, dann springen wir zum nächsten großen Block. Flussprobleme, speziell Max-Flow-Problems. Diese Seite hatten wir schon. Ich muss sie auch wieder vergrößern. So. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon hatte. Hier Verweise auf Seiten, in denen grundlegende Definitionen gesammelt sind. Also ich werde dann auch darauf jeweils, wo es Sinn macht, zu sprechen kommen. Ganz kurz zur Erinnerung, worum geht es? In der Standardversion des Max-Flow-Problems, Sie haben einen gerichteten Graphen, Sie haben Kapazitäten auf jeder Kante. Jede Kante hat eine nicht negative Kapazität. Hier U von A, Upper Bound. Und Sie haben zwei Knoten, einen Quellknoten und einen Zielknoten. Und Sie wollen so viel wie möglich Fluss vom Quellknoten zum Zielknoten schicken. Sie sehen hier, das ist dann ein Verweis auf Basic Flow Definitions, einen Link. Will ich jetzt nicht noch weiter verfolgen, weil wir das haben es beim letzten Mal schon betrachtet. Was ist ein zulässiger Fluss? Ein zulässiger Fluss heißt, die Kapazitäten werden eingehalten. Das heißt, ein reeller Wert für jede Kante, der zwischen 0 und der oberen Kapazität liegt. Und für jeden Zwischenknoten zwischen S und T, für jeden anderen Knoten, muss Summe reingehender Fluss gleich Summe rausgehender Fluss sein. Hatten wir beim letzten Mal schon gesehen. Und was wir maximieren wollen, ist der Nettofluss, der aus S rausgeht, beziehungsweise was identisch ist, der Nettofluss, der nach S, der nach T hineingeht. Was heißt Netto? Das heißt, auch beim Startknoten, beim Quellknoten, haben wir rausgehende und reingehende Kanten und wir lassen es durchaus zu, dass der Fluss größer 0 ist bei reingehenden Kanten in S. Mag vielleicht in der Realität nicht unbedingt sinnvoll sein und die Algorithmen produzieren auch nicht sowas, aber wir lassen es zunächst mal zu, dass auch positiver Fluss nach S reingeht. Netto heißt Summe rausgehender Fluss aus S minus Summe reingehender Fluss aus S, das soll maximiert werden. Ist identisch mit Summe reingehender Fluss nach T minus Summe rausgehender Fluss aus T. Ja, die Algorithmen werden alle das produzieren, was eigentlich nur sinnvoll ist, nämlich dass aus S nur Fluss rausgeht, kein Fluss rein und bei T nur Fluss reingeht und kein Fluss raus. So, das hatten wir alle schon mal gesehen. Wir werden uns diese Algorithmen dann zur Gemüte führen, die aber, was Sie ja hier hinten schon an den Namen erahnen können, die alle nicht völlig unabhängig voneinander sind, sondern teilweise sind es Varianten voneinander. Wir hatten uns verschiedene Verallgemeinerungen davon angesehen. Oh, ein neues Bild an dieser Stelle. Vielen Dank. Wir haben uns diese Verallgemeinerung noch ausgespart. Die ist ein bisschen komplizierter. Darauf will ich dann jetzt hier nochmal genauer eingehen. Was ist die Verallgemeinerung? Die Verallgemeinerung ist, dass Sie nicht nur eine obere Schranke für den Fluss auf jeder Kante haben, sondern Sie haben für jede Kante auch eine untere Schranke, einen Mindestfluss, der darüber fließen muss. Ja, hatte ich das Beispiel gebracht mit Kanalisation, wo Mindestfluss durchfließen sollte, damit es nicht anfängt zu stinken. Ja, ich sehe nickende Köpfe. Also irgendwas ist hängen geblieben vom letzten Mal.
Ja, es ist erstaunlich, dass das häufig bei den mündlichen Prüfungen mal festgestellt werden muss, zu dem einen oder anderen Thema sind bei einzelnen Leuten doch vor allem eher die bildhaften Illustrationen hängen geblieben und weniger dann die eigentlichen algorithmischen Kernpunkte. Aber es hält sich zum Glück in Grenzen, diese Erkenntnis, also quantitativ. So, es gibt also auch noch eine Unterschranke, das heißt, der Fluss muss größer gleich dieser Mindestwert sein. Dieser Mindestwert muss nicht unbedingt positiv sein, er kann auch negativ sein oder null natürlich. Was bedeutet, dass auch der Fluss negativ sein kann, der über eine Kante geht? Ja, also aus den realen, unmittelbar aus der Realität übersetzbaren Anwendungsfällen ergibt sich sowas natürlich nicht. Also eine negative Menge an Gas wird man schlecht durch eine Gaspipeline schicken können. Aber es taucht, wenn Max Flow verwendet wird als Subroutine in anderen komplizierteren Sachen, dann tauchen solche Situationen schon aus. So, manchmal, Sie finden das in der Literatur auch unter Maximum Flow with Edge Demands, also mit Kantenbedarfen. So, und wir wollen uns jetzt angucken, wieso das Ganze jetzt keine wirkliche Erschwernis ist. Es ist deshalb, also rein konzeptionell gesprochen, ist es deshalb keine wirkliche Erschwernis, weil wir das Problem mit unteren Schranken reduzieren können, mit beliebigen unteren Schranken reduzieren können, zu eine Instanz können wir reduzieren zu zwei Instanzen der Standardversion, wo alle unteren Schranken null sind. Ja, so dass wir also alle Algorithmen, die wir für die Standardversion entwickeln, tatsächlich auch anwendbar sind. Dadurch, dass man sie zweimal anwendet, zu zwei verschiedenen Instanzen, auch anwendbar sind, auf den Fall, dass die unteren Schranken beliebig sind. Ist doch eine schöne Sache, nicht? Wir haben einen komplizierten Fall auf den einfachen Fall zurückgeführt, für den wir dann Algorithmen entwickeln werden. So, was machen wir hier? Wir gehen hier nach Schema F vor. Das Schema F, was hier in diesen vier Schritten dargestellt wird. Und wir haben jetzt hier wie üblich unseren Graphen. Ach so, bei Max-Flow-Geschichten mit einem Quelle und einer Senke, den wollte ich immer so ein bisschen platter zeichnen, damit Quelle und Senke zu ihrem Recht kommen im Bild. Ein bisschen weiter nach darüber. So. So, hier haben wir S, hier haben wir T. Ja, das ist unsere Max-Flow-Instanz mit beliebigen unteren Schranken. Jetzt konstruieren wir im ersten Schritt einen neuen Graphen, eine Erweiterung mit zwei Superknoten. Hier haben wir einen neuen Super Source S-Strich, Super Target T-Strich. Ja, die fügen wir erstmal ein und jetzt müssen wir noch Kanten dazu nehmen. So, für jeden Knoten V aus V. Hier haben wir irgendwo einen Knoten V. Da fügen wir eine Kante ein von S-Strich. Das muss noch korrigiert werden. Von S-Strich nach V und von V nach T-Strich. Also wer sich berufen fühlt, kann das gerne hier on the fly korrigieren. Brauche ich das nicht tun. So, diese Kanten sind drin. Ja? Und noch eine weitere Kante. Also das schraffiere ich mal so ein bisschen, damit klar ist, dass hier ist die Substanz vom Graphen. Hier ist der eigentliche Graph. Und noch eine weitere Kante. Dann mache ich, glaube ich, mache das mal das lieber ein bisschen anders. S-Strich und T-Strich beide nach oben. So, T-Strich hier. So. Und wir haben, dann kann ich die Kante ein bisschen besser zeichnen, wir haben eine Kante von T nach S zurück. So, kann ich ja machen, ne? Keine Ahnung wieso, aber kann man so machen. So, das ist der erste Konstruktionsschritt, den wir jetzt hier gezeichnet haben. Soll ich den mal aufnehmen, damit die Korrespondenz. Nee, brauche ich nicht aufzunehmen, weil mehr Knoten und Kanten kommen nicht rein. Der erste Schritt ist dafür da, Knoten und Kanten einzufügen. Die weiteren Schritte sind dazu da,
Der zweite Schritt ist erstmal dazu da, um Kapazität bzw. obere und untere Schranken einzuführen. Die unteren Schranken sind natürlich alle null. So, was setzen wir hier für eine Kapazität? Was setzen wir hier für eine Kapazität drauf? Hier setzen wir auch rein als Kapazität diesen Wert, die Summe WV aus A von den unteren Schrankenwerten. Ja, die wir loswerden wollen. Die werden wir dadurch los, werden wir gleich sehen, dass wir das als obere Schranke darauf setzen. So, und hier setzen wir entsprechend auf diese Kante den Wert VW aus A, ursprüngliche untere Schranke L von VW. So, vielleicht ein bisschen klarer. Und ich habe gesehen auf den Fotos, ich sollte etwas sorgfältiger sein beim Wischen, weil das natürlich auch auf die Fotos raufkommt und potenziell für Verwirrung sorgen könnte. So, ich hoffe, dass das jetzt besser ist. So, ja, da unten natürlich auch. Und auf diese Kante hier unten setzen wir auch einen Wert, nämlich wir nehmen als obere Schranke hier plus unendlich. Ja. Sie kennen die Setzung von plus unendlich Werten aus der GDI 2 bei kürzesten Pfaden, bei kürzesten Wegen nicht. Plus unendlich heißt praktisch genommen, Sie können einen riesengroßen Wert nehmen. Bei Double, beim Datentyp Double in Java zum Beispiel, also wann immer der Datentyp Double der Norm IEEE 754 folgt, haben Sie eine Möglichkeit Infinity durch Setzen eines Bits da drin in der Darstellung zu realisieren. Ansonsten, wenn Sie das nicht verwenden wollen, wenn Sie zum Beispiel bei Ganzzahligkeit bleiben wollen, dann würden Sie halt einen extrem hohen Wert setzen, der garantiert so hoch ist, dass es keinen Unterschied mehr für den Algorithmus macht, ob da jetzt unendlich steht oder ein sehr hoher endlicher Wert. Das kennen Sie von kürzesten Pfaden. Nicht? Gut. So. Und was wir noch machen ist, dass wir hier, wenn wir irgendeine Kante A haben, die ich vielleicht mal unabhängig von V zeichne, irgendeine Kante A, dann setzen wir als obere Schranke U von A, die ursprüngliche obere Schranke, minus der ursprünglichen unteren Schranke. So, Sie haben alle noch junge Augen, Sie können das lesen. Nee, Sie können das nicht lesen. Ich muss es ein bisschen weniger schlampig hinschreiben. U von A minus L von A. Ich behaupte mal, dass das jetzt weniger schlampig hingeschrieben ist. Naja, ich behaupte das nicht. So, naja. Gut. So, das ist jetzt das Gesamtbild der ersten zwei Schritte. Das sind die Konstruktionsschritte. So, der dritte Punkt hier ist, da macht mir sich etwas klar, wo ich jetzt mal forsch behaupte, it is easy to see, leicht zu sehen. So, folgendes, wenn Sie jetzt in dieser Instanz hier, in dieser Konstruktion, berechnen Sie durch irgendeinen Algorithmus, hier sind jetzt alle unteren Schranken 0 und die oberen Schranken hier bei dieser Kante A, sehen Sie es, von den ursprünglichen Kanten sind angepasst auf eine bestimmte Weise und bei den neuen Kanten haben Sie diese Kapazitäten, diese oberen Schranken draufgesetzt. So, was Sie mit dieser Rückwärtskante von T nach S hingekriegt haben, ist, dass S und T jetzt ganz normale Knoten sind, auf denen auch Summe reingehend gleich Summe rausgehend sein muss. Ja, das heißt also,
Sie haben es da mit dieser Rückwärtskante von T nach S geschafft, dass Sie ein ganz normales Max-Flow-Problem von S' nach T' betrachten können. Hier. Ja, dadurch, dass diese Zusatzkante unendliche Kapazität hat, haben Sie da kein zusätzliches Hindernis eingebaut. So. Nehmen wir mal an, wir schaffen es, einen Fluss. Nehmen wir mal an, der maximale Fluss schafft es tatsächlich, alle aus S' rausgehenden bzw. alle in St' reingehenden Kanten zu saturieren. Also beachten Sie, dass die Summe aller Kapazitäten dieser Kanten, die aus S' rausgehen, das ist die Summe aller unteren Schranken aller Kanten. Ja, Sie haben für diesen Knoten V, summieren Sie alle in diesen Knoten, die unteren Grenzen L, für alle Kanten auf, die in diesen Knoten reingehen. Und wenn Sie das jetzt über alle Knoten V aufsummieren, dann haben Sie die Summe aller Kanten hier, deren untere Schranken, haben Sie aufsummiert. Das ist die Summe der Kapazitäten aller Kanten, die aus S' rausgehen. Und dasselbe ist auf der Seite hier. Auch hier ist, wenn Sie die Kapazitäten aller dieser nach T' reinzeigenden Kanten aufsummieren, erhalten Sie genauso die Summe aller unteren Schranken. Das heißt, die Summe der Kapazitäten aller aus S' rausgehenden Kanten ist gleich die Summe der Kapazitäten aller nach T' reinzeigenden Kanten. Weil Sie beide Male, wenn auch auf verschiedene Art und Weise, dasselbe aufsummieren. Alle unteren Schranken von allen Kanten. Das machen Sie natürlich bei S und T auch, weil das jetzt ganz normale Knoten sind. Habe ich jetzt hier nicht eingezeichnet. Wenn ich das noch einzeichnen würde, würde das Bild wahrscheinlich zu kompliziert werden. Bitte? Ja, für alle Kanten aus A. Die ist nicht drin, das ist richtig. Das wäre, die hätte ja sowieso untere Kapazität 0, die können Sie mitzählen oder nicht. Ändert nichts an der Summe. Aber trotzdem, danke, gute Beobachtung. So, nehmen wir mal zwei Fälle. Nehmen wir mal an, wir schaffen es, diese Kanten, die aus S' rauszeigen, beziehungsweise was dasselbe ist, diese Kanten, die nach T' hineinzeigen, allesamt zu saturieren. Das heißt, wirklich so viel Fluss rüberzuschicken, wie da Kapazität drauf ist. Nehmen wir mal an, wir schaffen das. Nehmen wir mal an, wir können so viel Fluss von S' nach T' in diesem erweiterten Netzwerk schicken, dass alle Kanten, die aus S' rauszeigen, beziehungsweise was dasselbe ist, alle Kanten, die nach T' hineinzeigen, saturiert sind. Bis zum oberen Anschlag mit Fluss gefüllt. Dann können Sie daraus eine zulässige Lösung für Ihre ursprüngliche Instanz basteln, indem Sie, warten Sie mal, bevor wir das weitermachen, muss ich das mal schnell fotografieren, weil ich will jetzt ein neues Bild machen und bevor ich das vergesse, 1, 2, 3 ist das Bild abgewischt und weg ist es. Speicher voll. Okay, also kann irgendjemand das schnell mal einzeichnen, bevor ich jetzt hier den Speicher aufräume. Oder kann das jemand schnell fotografieren und mir dann zukommen lassen? Hat es einer fotografiert? Okay. Bitte? Okay, gut. So, lassen wir das Bild noch da. Vielleicht wollen wir noch mal drauf verweisen. Nehmen wir dieses Bild weg. Das brauchen wir nicht mehr.
Wenn wir jetzt, wir haben jetzt ein paar echte Kanten, die da hinein zeigen. Und wir haben die in einen Knoten V. Und wir haben jetzt dieses S'. So, was wir tun können, ist jetzt, wir haben jetzt hier eine Menge, ich fabuliere mal, soll ich das mit konkreten Beispielen machen? Das ist die Kante A1, A2, A3. Mir ist es jetzt zu blöd, vier Kanten zu zeichnen. Nehmen wir drei Kanten. Und hier drauf ist 11 von A1 plus 11 von A2 plus 11 von A3. Und hier ist jeweils Fluss drauf. Kleiner gleich U von A1 minus L von A1. Hier jeweils dann kleiner gleich U von A2 minus L von A2. Denn so hatten wir die Kapazitäten, die oberen Kapazitäten hier verändert. Und schließlich U von A3 minus L von A3. So, was wir jetzt tun können, ist, das ist der Fluss, der jetzt in dieser neuen Instanz hier drauf ist, von dem wissen wir, dass der höchstens so groß ist. Aber auch größer gleich 0. Denn das war, unsere unteren Schranken sind jetzt alle gleich 0. Das ist Standard, in Instanz der Standardversion. So, was wir jetzt tun, ist, wir nehmen uns diesen Fluss und packen noch entsprechend viel L von A1 viel Fluss packen wir zusätzlich auf A1, L von A2 viel Fluss packen wir auf A2, L von A3 viel Fluss packen wir auf A3. Und daraus ergibt sich, was dann an Fluss rauskommt, ist etwas, was mindestens L von A1 bzw. L von A2 bzw. L von A3 ist. Und weil die Kapazitäten so, die oberen Kapazitäten so angepasst worden sind, ist das, nachdem wir diesen Wert hier raufgetan haben, jeweils höchstens auf der Kante A1 höchstens U von A1, auf Kante A2 höchstens U von A2, auf Kante A3 höchstens U von A3. Also hier wäre es nicht schlecht, wenn sich jemand dann berufen fühlen würde, für den Bonus ein Zahlenbeispiel zu basteln. So lenken wir den Fluss sozusagen um. Wir nehmen uns diesen Fluss her aus R' und packen den auf die realen Kanten, die ursprünglich schon drin waren. Unter der Maßgabe, dass tatsächlich diese Kanten alle saturiert sind. Was wir damit erreichen, ist, das hätten wir natürlich auch jeweils bei dem anderen Knoten genauso machen können. Ja, wenn wir statt die reingehenden Kanten auf den reingehenden Kanten von V den Fluss zu verteilen, wenn wir das auf den rausgehenden gemacht hätten, hätten wir dieselbe Situation gehabt. Die male ich einfach mal zusätzlich auf. T'. Hier ähnliche Situation. Nee, das will ich ja gerade nicht mehr, diese Situation. Ich will diese Situation. Haben wir auch irgendwelche Kanten? A1, A2, A3. Das Bild ist nicht gut. So. Und hier haben wir dann auch L von A1 plus L von A2 plus L von A3. Das heißt, wie wir es anfangen, so rum oder so rum, wir packen jeweils L von A1 auf die Kante L von auf die Kante A1 zusätzlich an Fluss, zusätzlich zu dem, was wir in dieser Instanz von S' nach T' rübergeschickt haben. Und das ist konsistent. Das können Sie sich leicht überlegen, und da wäre vielleicht ein Zahlenbeispiel, wie gesagt, nicht schlecht, dass dann für jeden Knoten hinterher wieder Summe reingehend gleich Summe rausgehend ist. Das ist der entscheidende Knackpunkt. Wenn wir das so, wenn wir die Flüsse auf diesen zusätzlichen Kanten, auf die ursprünglichen Kanten auf kanonische Weise verteilen, dann bleibt es bei Summe reingehend
Gleichsumme rausgehend. Warum? Weil es war vorher. Kann ich das untere abwischen? Haben Sie das, ja? Bitte? Haben wir schon, okay. Jetzt muss ich leider die Tafel, das obere noch nicht, dann bitte das. Das ist eine interaktive Vorlesung, ne? Hat es noch jemand anders sicherheitshalber? Okay. So, das muss ich dann leider abwischen. Wir haben ja leider nicht so viel Tafel hier zur Verfügung. Wir müssen dann natürlich auch die Korrespondenz der Fotos zu den entsprechenden Stellen in der Vorlesung herstellen. So, wenn Sie jetzt einen Knoten haben, dann haben Sie hier, ich nenne mal die hier A1, A2, A3 und die nenne ich jetzt mal B1, B2, B3, vielleicht um es klarer zu machen, B4 noch. So, und hier kommt irgendwo S' her und hier geht es irgendwo nach T'. So, und hier wurde im MaxFlow tatsächlich erreicht, das ist ja die Zielsetzung, die Vorgabe, dass hier Summe reingehend gleich Summe rausgehend ist in diesem Bild. Das hat in dieser Instanz ein MaxFlow für die Algorithmus für die Standardversion erreicht. Wir werden solche Algorithmen betrachten, aber zunächst mal, das hat der Algorithmus erreicht. Und wenn ich jetzt den Fluss hernehme auf der Kante von S' bzw. auf der Kante nach T' und hier runternehme von S', von dieser Kante auf die anderen verteile, hier auch runternehme auf die anderen verteile, ändert sich nichts an der Logik, Summe reingehend gleich Summe rausgehend. Ich habe den Fluss innerhalb der Kanten links nur anders verteilt, aus der obersten Kante auf die anderen drei Kanten verteilt. Ich habe hier den Fluss rechts von der Kante nach T', von der obersten Kante weggenommen und stattdessen auf die vier Kanten B1 bis B4 verteilt. Es ändert sich nichts an Summe reingehend gleich Summe rausgehend. Und da die Kanten von S' und nach T' alle Flusswert 0 haben, kann ich sie auch rausschmeißen. Bitte? Ja. Dann wäre es da ja nicht mehr erfüllt in dem Augenblick. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Also B4 hat ja noch einen Knoten, zu dem er zeigt. Okay, B4 hat einen Knoten, zu dem er zeigt, ja. Also in dem Augenblick, wo ich auf B4 jetzt mehr Fluss lege, ohne von dem Knoten Abfluss zu erzeugen, dann ist es ja an dem Punkt nicht mehr erfüllt. Doch, weil dieselbe Logik an diesem Knoten greift wie an diesem Knoten V. Sie können dasselbe Bild malen für diesen Knoten hier unten. Ja, natürlich. Es ist auch notwendig, dass hier von S' was drauf addiert wird. Es passiert alles parallel. Okay. Fühlt sich jemand berufen, das Bild zu fotografieren? So, diese Flussverteilung ist dann hier im letzten Schritt. Wenn das nicht der Fall ist, wenn es tatsächlich so ist, dass diese Kanten nicht saturiert sind, mindestens einer der Kanten nicht saturiert ist, dann heißt das, wir können unmöglich so viel Fluss auf alle Kanten schicken, dass auf allen Kanten die untere Schranke mindestens erfüllt ist. Denn wir haben diesen Fluss nicht zur Verfügung. Denn umgekehrte Logik, wenn es im ursprünglichen Graphen im ursprünglichen Instanz einen Fluss gibt, der diese beliebigen unteren Schranken erfüllt, dann könnten wir die Rückwärtsoperation machen. Dann könnten wir hier jeweils untere Schranke viel runternehmen von A1, A2, A3 und auf die Kante von S' nach V packen stattdessen und genauso gut untere Schranke viel Fluss von B1, B2, B3 und B4 runternehmen und auf die Kante nach T' tun und hätten diese beiden Kanten saturiert. Das heißt also,
Wenn diese Kanten, wenn die Kanten saturiert sind durch den maximalen Fluss von S' nach T' in diesem erweiterten Netzwerk, dann haben wir eben gesehen, wir können durch Umschaufeln des Flusses daraus einen zulässigen Fluss machen für den ursprünglichen, Entschuldigung, einen zulässigen Fluss im ursprünglichen Graphen von S nach T konstruieren, der zwischen unteren und oberen Schranken liegt. Und umgekehrt, wenn es einen solchen zulässigen Fluss für die ursprüngliche Instanz gibt, mit beliebigen unteren Schranken, dann können wir den Fluss genau entgegengesetzt schaufeln und bekommen eine Lösung für den erweiterten Graphen raus, einen Fluss für den erweiterten Graphen, der alle Kanten saturiert. Das heißt also, wenn unser ursprüngliches Problem mit den beliebigen unteren Schranken lösbar ist, dann ist der maximale Fluss im erweiterten Graphen einer, der alle Kanten von S' raus und alle Kanten nach D' rein saturiert. Und ich sehe gerade, dass ich noch unterschlagen habe, wie es dann weitergeht. Darauf würde ich dann zurück, also damit haben wir erstmal einen zulässigen Fluss gefunden. Wie kriegen wir, wenn wir einen zulässigen Fluss haben, wie kriegen wir einen maximalen Fluss hin? Das würde ich gerne nochmal kurz verschieben. Und wenn Sie nichts dagegen haben, heute erstmal zu dem ersten richtigen Algorithmus kommen. Einfacher Algorithmus, den einzelne von Ihnen schon in der GDI 2 gesehen haben, nicht jeder von Ihnen, unter dem Stichwort Ford-Falkerson. So, also ab jetzt gehen wir die Algorithmen durch, die Sie dann auch zu implementieren haben. Problemstellung, Max-Flow Standardversion, also untere Schranken alle gleich 0. Der Fluss muss zwischen 0 und oberer Schranke sein, Flusserhaltungsbedingung von S nach T maximiert. So, und wir fangen uns erstmal hier den Abstract View wieder anzuschauen. Es ist eine Schleife, eine While-Schleife, solange eine bestimmte Bedingung nicht erfüllt ist, soll die Schleife weiterlaufen. Was ist die Invariante? Die Invariante ist, dass immer zwischen zwei Iterationen, also außerhalb jeder Iteration, der Fluss tatsächlich ein zulässiger Fluss ist. Nicht optimal, aber zulässig. Und wenn die oberen Schranken alle ganzzahlig sind, soll der Fluss auch selber ganzzahlig sein. So, ja, das ist eine sehr hilfreiche Sache. Wir wollen, wenn wir gerne in einer ganzzahligen Welt arbeiten wollen, dann ist das schön. Dann ist dieser zweite Punkt der Invarianten schön, denn der besagt, naja, wenn der Input ganzzahlig ist, dann ist auch der Output ganzzahlig. In jedem Schritt zwischen zwei Iterationen, also auch am Ende, nachdem die Abbruchbedingung erfüllt ist. So, ja, also Invariante ist, der Fluss ist zulässig, ist er auch am Ende des Algorithmus also zulässig, und der Flusswert von F erhöht sich in jeder Iteration. Was wünschenswert ist, wir wollen ja am Ende maximalen Flusswert haben, eine natürliche Variante des Algorithmus. Und die Abbruchbedingung, zu der müssen wir was sagen. Da wird ein Begriff eingeführt, der noch nicht definiert ist, der aber irgendwie vernünftig klingt, nicht? Die Abbruchbedingung ist, wenn kein flusserhöhender Pfad mehr da ist. Was ist das? Oder wie geht dieser Algorithmus vor? Gehen wir mal einen Schritt zurück. Gucken wir uns mal an, wie es irgendwie natürlicherweise, wie man irgendwie natürlicherweise sich überlegen könnte, wie man zu einem maximalen Fluss kommt. Wir haben jetzt ein konkretes Beispiel mit konkreten Knoten und Kanten. So ein kleines Beispiel, ein Standardbeispiel. Als Kapazitäten setze ich hier mal
hier 1000 drauf auf diese vier Kanten und auf diese mittleren Verbindungssteg setze ich nur die Kapazität 1 drauf. Ist eine Instanz. Ja, eine komische Instanz, aber ist eine Instanz. Und Sie sehen schon, wie der optimale Fluss, sicherlich sehen Sie das, wie der optimale Fluss aussehen würde. Nämlich 1000 Einheiten hier oben rumschicken und nochmal 1000 Einheiten hier unten rumschicken und diese Kante mit Gewicht ein, mit Kapazität 1 zu ignorieren. Die bringt einem irgendwie nicht weiter. Nicht? Das wäre offensichtlich das Beste. Ja, so ein Algorithmus, vor allem wenn Sie sich vorstellen, dass das Beispiel nicht 5 Kanten enthält, sondern 5000 oder 5 Millionen Kanten. Ein Algorithmus kann das natürlich nicht so per Draufsicht entscheiden. Und wenn es wirklich 5000 oder 5 Millionen Kanten sind, können Sie das auch nicht mehr mit Draufsicht entscheiden. Also muss man irgendwie etwas kurzsichtiger, mit weniger Draufsicht, eher aus der Froschperspektive als aus der Adlerperspektive, muss man irgendwie vorgehen. Und was ist die Idee? Naja, lassen wir uns inspirieren von dem, was Sie jetzt eben gesehen haben. Die Idee ist, einen Pfad zu suchen und dabei so viel Fluss wie möglich über diesen Pfad zu schicken. Nicht? Wenn wir zufällig, wir suchen von S nach T einen Pfad, einen gerichteten Pfad. Und wenn wir hier oben rumlaufen, diese beiden Kanten jeweils mit oberer Schranke 1000 nehmen, haben wir einen Pfad von S nach T gefunden und können einfach um 1000 erhöhen. Und wenn wir als zweites, dann, also wenn hier ja nichts mehr drauf zu erhöhen ist, dann gibt es nur noch eine Möglichkeit, einen Pfad über weitere Kandidaten zu finden, nämlich hier unten lang zu gehen, die 1000 und die 1000, diese beiden Kanten und diese, also diese 1000 noch mitzunehmen. Nicht? Jetzt kann es aber zufälligerweise sein, der Algorithmus ist sehr kurzsichtig, ja? Jetzt kann es zufälligerweise sein, dass der Algorithmus hier die obere Kante hernimmt. Vielleicht nehme ich das, mache ich das rot. Und jetzt nicht hier lang abbiegt, sondern hier runter abbiegt. Und dann hier lang weitergeht. So. Jetzt können wir hier jetzt können wir hier den ganzen Fluss nur um 1 erhöhen. Ja, weil hier 1 ist der Flaschenhals. Also hier haben wir eine Flusseinheit drauf. Ja, Sie sehen schon, statt 1000 auf einen Schlag ist gerade mal eine Flusseinheit. Hier über die Kante können wir nichts mehr erhöhen. Und warten Sie mal, ich wollte das Beispiel eigentlich so konstruieren. Ich wollte das Beispiel eigentlich so konstruieren, dass ein Problem dabei entsteht. Das habe ich jetzt. Jetzt habe ich. Nee, ist noch nicht der maximale Fluss. Ich wollte das Beispiel aber jetzt etwas anders konstruieren. Damit. Nee, andersrum. Ich muss es. Ich weiß. Ich habe das Beispiel jetzt. Ich habe die Kapazitäten jetzt so konstruiert, um etwas anderes zu zeigen, wo wir noch gar nicht sind. Was ich hier jetzt, um das zu zeigen, raufsetzen muss, ist jeweils Kapazität 1. So. So, jetzt haben wir Kapazität 1 erfüllt, aber sie kommen nicht mehr weiter. Diese Kante ist saturiert, hier gibt es keine Möglichkeit mehr. Diese Kante ist saturiert, hier gibt es keine Möglichkeit mehr. Ja? Aber wie Sie sehen, hätten Sie auch stattdessen eine Einheit hier oben rumschicken können und eine Einheit hier unten rumschicken können und hätten insgesamt 2 Einheiten gekriegt. Dadurch, dass Sie hier falsch abgebogen sind, haben Sie nur eine Einheit gekriegt und können nicht mehr weiterkommen. Ja? Sie finden keinen Pfad mehr von S nach T, wo noch Restkapazität übrig ist, die Sie noch verwursten können. So, ich denke, das Bild ist jetzt so weit, dass es fotografiert werden kann. So. Lösung des Problems und wie sich herausstellen wird, tatsächlich die Lösung des Problems, nicht nur eine Lösungsidee, sondern tatsächlich eine Lösung. Wir erlauben es auch, dass, wenn wir in einem Pfad von S nach T suchen, erlauben wir es auch, Kanten rückwärts zu durchlaufen. Das bedeutet, allerdings
Kanten vorwärts, die noch eine Restkapazität übrig haben. Hier ist noch, auf der Kante ist noch null Fluss drauf, Kapazität 1, hier ist Restkapazität drauf. Und hier sozusagen umgekehrte Restkapazität, die schon Fluss drauf haben, den man beim Rückwärtsgehen wieder vermindern kann. Wenn wir es erlauben, dass wir bei der Suche von S nach T, bei der Suche eines Pfades von S nach T, dass wir Kanten auch rückwärts durchlaufen, dann können wir tatsächlich diesen Pfad finden und hier einen Wert 1 draufsetzen, hier einen Wert minus 1 draufsetzen und hier einen Wert 1 draufsetzen, plus 1 für Vorwärtskanten, minus 1 für Rückwärtskanten. Und Sie sehen, was wir gemacht haben, was am Ende rauskommt. Auf diesen beiden Kanten haben wir den Fluss einmal um 1 erhöht und niemals vermindert. Also man verwendet ja typischerweise erhöhen und erniedrigen bei Zahlen auf das Wort erniedrigen, aber das vermeide ich. Wenn Sie sich mal das sprachlogisch überlegen, ist das kein so geeignetes Wort. Ich rede dann immer von vermindern. Und was ist hier passiert? Wir haben einmal den Fluss vorwärts erhöht um einen Zähler und einmal um eins vermindert. Und siehe da, wir haben die optimale Lösung erreicht. So. Haben wir das jetzt? Nee, das haben wir noch nicht fotografiert. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Kandidat zum Fotografieren. Und genau das sind flusserhöhende Pfade. Pfade, die von S nach T, die Vorwärts- wie Rückwärtskanten enthalten können, aber Vorwärts- und Rückwärtskanten nur, aber Vorwärtskanten nur, wenn noch Restkapazität drauf ist, wenn der Fluss noch nicht gleich der Kapazität ist. Und rückwärts nur, wenn Fluss drauf ist, sodass wir also Fluss vermindern können insgesamt. Und machen Sie sich das klar, dass das generell nicht nur für dieses Beispiel gilt, dass hinterher tatsächlich überall die Flusserhaltungsbedingung erfüllt ist, auf allen inneren Knoten. Sondern wenn wir so einen flusserhöhenden Pfad haben und der enthält, und wir gucken uns einen inneren Knoten an dieses Pfades, ich glaube, das muss ich mal ein bisschen besser machen, naja, wird langsam trocken, es reicht noch für die letzten 5 Minuten. Wenn wir einen flusserhöhenden Pfad haben und wir haben einen inneren Knoten, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Also von da nach da geht der Fluss. Hier ist irgendwo S und hier ist ein bisschen näher ran. Hier ist irgendwo S und hier ist irgendwo T. Das ist die Richtung. Ein bisschen weiter weg. So. Wenn wir einen inneren Knoten bei so einem flusserhöhenden Pfad haben, dann gibt es 4 Möglichkeiten. 2 Vorwärtskanten. Vorwärtskante, Rückwärtskante, Rückwärtskante, Vorwärtskante oder 2 Rückwärtskanten. Ja, wir erlauben Vorwärts- und Rückwärtskanten und diese 4 Möglichkeiten können passieren. So, auf Vorwärtskanten erhöhen wir immer den Fluss um, nennen wir es mal Epsilon. Auf Rückwärtskanten vermindern wir den Fluss um Epsilon. Ja, dann erweitert sich dieses Bild so. So, nach Induktionsvoraussetzung war der Fluss vorher zulässig, das heißt, die Flusserhaltungsbedingungen sind erfüllt. So, jetzt gucken Sie sich an, was jeweils in jedem dieser 4 Fälle passiert. Im obersten Fall, die Summe der reingehenden Flusswerte wird um Epsilon erhöht, die Summe der rausgehenden wird um Epsilon erhöht. Es bleibt bei der Balance. Summe reingehend gleich Summe rausgehend. Hier im zweiten Fall wird die Summe der reingehenden Flusswerte einmal um Epsilon erhöht und einmal wieder um Epsilon vermindert. Bleibt gleich. Und rausgehende Kanten sind auf diesem Pfad gar nicht drauf. Bleibt die Summe der rausgehenden Flusswerte auch gleich. Also die Balance ist wieder erfüllt. Genauso umgekehrt. Hier im dritten Fall
wird die Summe der rausgehenden Flusswerte um Epsilon erhöht und um Epsilon vermindert, bleibt die Balance, die Flusserhaltungsbedingung bleibt erfüllt. Und hier im letzten Fall, die Summe der reingehenden Flusswerte wird um Epsilon vermindert, die Summe der rausgehenden Flusswerte wird um Epsilon vermindert, die Balance bleibt wieder erfüllt. In eben dieser vier Fälle wird die Balance erfüllt. Und das heißt also, was wir damit schon eingesehen haben, ist, wenn wir den Fluss nach diesem Schema entlang eines flusserhöhenden Pfades erhöhen, dann bleibt die Bedingung erhalten, also die Flusserhaltungsbedingungen bleiben erhalten. Wir haben den Fluss von S nach T um ein bisschen erhöht. Um wie viel? Naja, da gucken wir uns an, wo der Flaschenhals ist, wie wir das in dem Beispiel gesehen haben. Wir gucken uns alle Pfade auf dem flusserhöhenden Pfad an, alle Kanten auf dem flusserhöhenden Pfad an. Vorwärtskanten gucken wir uns die Restkapazität an, wie viel könnten wir da noch erhöhen. Rückwärtskanten gucken wir uns den Flusswert an, wie viel um den Flusswert können wir den Fluss hier vermindern auf so einer Rückwärtskante. Und davon nehmen wir das Minimum. Und dann sind wir, wenn wir das Minimum dafür nehmen, sind wir auch innerhalb der Kapazitätsbeschränkung drin. Auf jedem einzelnen Kante bleiben wir in dem Bereich von 0 bis maximale Kapazität. Das heißt also, durch Erhöhung auf so einem flusserhöhenden Pfad, dadurch, dass wir sozusagen auf so einem Pfad von S nach T ein Stückchen mehr Fluss rüberschicken, als bisher da war, so ein Epsilon mehr, bleibt der Fluss zulässig. Ja, es bleibt ein zulässiger Fluss und Sie können jetzt auch, Sie können auch leicht jetzt verstehen, warum, wenn die oberen Schranken alle ganzzahlig ist, warum der Fluss ganzzahlig ist, ja, weil Sie diese Epsilon-Geschichten ja alle im ganzzahligen Bereich haben. Ja, sämtliche Änderungen bleiben ganzzahlig, sämtliche Restkapazitäten sind ganzzahlig, sämtliche Flusswerte sind ganzzahlig und damit ist auch die Änderung jedes Flusses ganzzahlig auf jeder Kante. Bitte? Ach so, die Epsilons, ja, schön, bitte. Aus diesen Gründen, ja, tut mir leid, lässt sich das noch halbwegs sehen? Okay. Hauptsache, es ist erstmal da, dann können wir es immer noch beliebig sauber rekonstruieren. Aus diesen Gründen bleibt es ein zulässiger Fluss und ganzzahlig und der Flusswert erhöht sich um dieses Epsilon. Das, was aus S rausfließt, beziehungsweise was in T hineinfließt. Wir müssen nur noch die Abbruchbedingung prüfen. Das ist nicht trivial, dass das die korrekte Abbruchbedingung ist. Denn unsere erste Idee war ja, also dass es keinen flusserhöhenden Pfad mehr gibt. Unsere erste Idee war ja, überhaupt erstmal nach einem Pfad zu suchen, nur mit Vorwärtskanten. Haben gesehen, das ist keine korrekte Abbruchbedingung, wenn wir sagen, wenn es einen solchen Pfad nicht mehr gibt, dann hören wir auf. Dann ist der Fluss alles andere als maximal. Das heißt also, wir sind jetzt gebrannte Kinder, wir wissen jetzt, naja, es könnte ja vielleicht noch etwas komplizierteres als diese flusserhöhenden Pfade geben, wo es immer noch möglich ist, Fluss drüber zu erhöhen, auch wenn es keinen flusserhöhenden Pfad mehr gibt. Und die Einsicht, zu der wir heute nicht mehr kommen werden, ist die, dass es tatsächlich so ist, wenn es keinen flusserhöhenden Pfad mehr gibt, dann ist der Fluss maximal. Ist nicht besonders tiefliegend, aber muss bewiesen werden. Der Beweis ist nicht besonders schwer, aber heute nicht mehr zeitlich zu schaffen. Ich möchte mich dann an dieser Stelle bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und die Geduld bedanken.